haven't even noticed. Hi, mein Name ist Veronika und die Niedel Weinbar hat ihren zweiten Standort in der Banabitengasse 8 eröffnet. Und dieser lädt nicht nur unser Team zum Interviewdreh ein, sondern ebenfalls jeden, der einen qualitativen Cocktail in einem bezauberten Ambiente genießen möchte. Und obwohl die beiden Bars auf verschiedenen Standorten sind, eines haben sie definitiv gemeinsam. Wohnzimmerfeeling hoch. In ihren 20ern gründeten die drei aus Kosovo stammenden Freunde, Erlin, Arber und Argent, ein Lokal, das der Falter als akustisches Retro-Erlebnis beschreibt. Denn die Musik wird ausschließlich aus der hauseigenen Schallplattensammlung gespielt und auch die Einrichtung nimmt einen auf eine unvergessliche Zeitreise mit. Diese wäre jedoch nicht möglich ohne unseren heutigen Gast bei Spot On, Nisa Mehta. Nisa, du hast so viel für die Bar gemacht, für die erste Bar. Ja, genau. Du hast dort einiges gezeichnet. Was ist der Unterschied von der ersten zu dieser Bar oder sind sie eh ähnlich gestaltet? Eigentlich, in der ersten Bar habe ich viel mehr gemacht oder gezeichnet, obwohl hier ist es anders. Man spürt trotzdem die Wärme und diesen Handmade Touch, weil die haben auch viel selber geleistet. Ich habe trotzdem, ich bin sehr dankbar dafür, weil ich bin irgendwie Teil dieses Needle Community geworden und die haben mir dann dort, wenn man vorne beim Eingang sieht, einen Wand mir zugetraut, damit ich in einer Art und Weise weiter meine Kunst verewige. Übrigens, die Bilder, die wir jetzt einblenden werden während dieses Interviews, sind nicht die ersten Kunstwerke, die ihr von Nisa seht, denn wer genau aufgepasst hat, hat ein Gemälde im ersten Interview in der Needle Vinyl Bar bemerkt und das war auch von dir? Ja, das war auch für Needle Vinyl Bar in der Färbergasse gemacht. Normalerweise in Needle ist alles so auf der Wand, auf der Wände oder auf der Decke, als auch im Heizkörper bemalt, aber in diesem Fall war es so ein Bild, wo wir gedacht haben, wir machen was, was nicht auffällig ist oder sehr viel Kontrast hat, damit was sich so einblendet. Und im Prinzip, ganze Needle Vinyl Bar ist so, wenn man so betrachtet, ist alles in einer Harmonie und nichts steht so besonders raus, bis man es wirklich analysiert oder so im Detail hingeht. Und dann sieht man, dass es alles eigentlich um Details ist. Du hast ja nicht nur für die Needle Vinyl Bar Aufträge gemacht, sondern auch für andere, unter anderem Cafés. Stichwort Handlettering, was genau ist das? Ja, Handlettering ist so irgendetwas, was ich zufällig bei Zufall angefangen habe. Und einmal mein erster Auftrag war in einem Bar, der jetzt nicht mehr ist, glaube ich. Das war in Parkring, Nikolai, eine Barbäckerei. Da wollten die alle so das Menü und alle Zeichnungen haben mit Kreide. Und dann, da hat es schon angefangen mit Handlettering. Und da war ich immer so in 15, 16 und habe ich so dort ein bisschen gezeichnet, also geübt. Und dann der Besitzer, den ich mittlerweile auch gerne. Der ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, die nächste Biercoaster, die wir machen, will ich von dir haben. Und das war eine super Zeit damals, weil das war diese Trump-Ära, hat angefangen und da waren alle diese Scherze oder Puns oder so mit Trump. Und dann habe ich so einen Coaster gemacht und der war wirklich erfolgreich, also die Leute haben es geliebt und jeder hat gesagt, wow, cool, ich habe mich natürlich vergessen zu unterschreiben und sonst hätte ich viele mehr Followers oder so. Aber es gab auch eine Zeit vor dem Handlettering, wo du generell angefangen hast zu malen. Wie ist es dazu gekommen? Also überhaupt? Ja. Ich kann mich erinnern, es war hier irgendwo auf der Marie-Helfer-Straße, war ich beim HNO-Arzt zur Untersuchung und ich musste ein bisschen länger warten und dann bin ich runtergekommen, um eine zu rauchen. Damals habe ich noch geraucht und habe gesehen, so irgendein, bei einem, was war das, Libro oder irgendein Geschäft, ähnliches, gab es so Sachen in Aktion draußen und es war so ein Zeichenset. Und ja, dann habe ich das gekauft und habe angefangen zu zeichnen. Wie alt warst du da? Das war, wie alt ich war, ich glaube, ich war so um die 30 oder so. Mhm. Ich habe mir immer gedacht, ich will immer Sachen haben, die Bedeutung oder Geschichte zu mir haben. Und da war diese Zeit von Postern und so alles weg. Und ich wollte entweder Fotos haben oder irgendein Kunststück, das
mir, aber da schenkt ja nicht jeder Kunststücke und so. Dann habe ich angefangen, selber zu zeichnen, Sachen, die mir zum Herzen liegen. Ich hatte die Ehre, zu dir nach Hause eingeladen zu werden, dass du gleichzeitig als Werkstatt oder Atelier, würdest du das Atelier bezeichnen? Ja, ich sage immer so Werkstatt oder keine Ahnung. Ja. Arbeitsplatz. Und mir ist aufgefallen, dass viele deiner Gemälde folkloristisch inspiriert sind oder einen Bezug zur Folklore haben. Warum ist das so? Okay, hier in Österreich oder in anderen Ländern gibt es noch immer diese Tradition, zumindest man bekommt die Möglichkeit, einmal, zweimal, dreimal im Jahr einen Tracht oder einen Kostüm, traditionellen Kostüm zu tragen, sei es auf einem Fest oder Kirtag oder sogar viele Leute, die ich kenne, die nicht von hier sind, haben immer so eine Lederhose oder so. Aber wir haben das nicht mehr und ich stamme von einem Land oder Gebiet, wo das wirklich so eine Vielfalt, reich an diese Vielfalt von Kostümen und Handwerken hatte. Und das stirbt alles aus. Also jetzt trägt keiner mehr diese, nicht mal per Gelegenheit. Zum Beispiel, es gibt so Hose für Männer, die sind immer so aus Wolle gemacht und diese Wolle muss irgendwie in einer Art und Weise zusammengepresst und gebunden. Und die gibt es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ausstirbt, mindestens will ich das ein bisschen noch fangen können, so wie bei Fotografie einen Moment fangen können, wo ich das noch repräsentiere irgendwie. Wir sind ja eine sehr multikulturelle Gesellschaft und im Moment ist so der Slogan, alle sind gleich, aber du bist der Meinung, wir sollten unsere Kulturen dann doch noch prägen und weitertragen. Ich würde jetzt, ich weiß nicht, jetzt will ich vorsichtig sein beim Aussuchen von bestimmten Wörtern. Ich würde sagen, nicht jetzt prägen oder insistieren oder so, ich würde eher sagen, repräsentieren. Nur irgendwas zu zeigen, was damals war und was Teil einer Kultur ist, ohne etwas imponieren zu müssen. Das ist diese Vielfalt, macht es auch interessant, uns interessant, weil dann lernen wir voneinander. Natürlich als Kind oder als Jugendlicher kommt ja das alles so altmodisch vor und nicht so fashionable und so, aber dann, wenn man das mehr analysiert, dann man versteht die Wert, was dahinter steckt. Also man lernt das zu schätzen, weil jetzt mit so einer Globalisierung sind wir alle irgendwie auf einer Ebene. Man findet alles in jeder Stadt oder in jedem Land. Das braucht man jetzt nicht unbedingt, wenn man nach China verreist und isst chinesisches Essen und so und dann kommst du hier und sagst, ja, ich habe das gegessen und die essen das so und so. Ja, wir kennen das, weil es gibt ein chinesisches Restaurant oder einen Griechen oder einen anderen. Und wie bestimmst du, wie viel ein Bild kostet? Ist das nach dem Stundensatz oder die Stunden, die du brauchst? Oder wenn du fertig bist, schaust du es dir an und denkst dir, das ist dann schon 2000 Euro wert? Die Wert bestimmen oder den Preis bestimmen? Das ist jetzt, sind zwei unterschiedliche Sachen. Machen wir mal den Preis. Preis, okay. Und es ist immer das schwierigste Teil, glaube ich, des ganzen Prozesses für mich. Weil meistens am Anfang besonders, und da muss ich die Gelegenheit nützen, um die alle zu bedanken, die meine Kunst unterstützen. Es ist immer schwer, zu Preis zu kommen, weil man macht es meistens mit Leuten, die man kennt. Es gibt eine Rechnermethode, die man so zum Beispiel irgendwie zusammen von großer Proportion und dann was man auf dem Bild gemalt hat. Ob es jetzt wirklich mehr Details sind und viel mehr zeitaufwendig oder. Aber hauptsächlich jetzt nach der Größe, weil wenn man in eine Galerie geht, die Preise werden bei Größe aufgelistet. Für mich persönlich ist der Preis oft schwer nachzuvollziehen. Wenn ich zum Beispiel sagen wir ein Werk aus dem Impressionismusbereich sehe, denke ich mir, ah ja gut, der Künstler kann malen, er kann das sehr gut wiedergeben, was er sieht. Und wenn dann, ich weiß nicht,
etwas kommt, was ausschaut wie eine Kinderzeichnung, sage ich jetzt einmal, oder eben, also etwas, was ein Kind hätte zeichnen können, und das kostet dann Tausende von Euros, das kann ich ja nicht nachvollziehen. Da wollte ich dich fragen, wie man sowas bestimmt, oder hat es dann auch was mit dem Namen vom Künstler zu tun? Ich glaube, es ist vieles im Spiel und es hat hauptsächlich mit dem Namen des Künstlers zu tun, weil dann die Leute wissen, okay, dieser Künstler hat das und so. Vor allem, wenn der Künstler schon tot ist, dann ist das... Noch, ja. Ja, ja, dann ist das dann ein Besitz, der niemand hat. Und, aber ich glaube, für mich das Wichtigste ist, dass wenn ich ein Bild male oder irgendein Kunstwerk mache, dass es den Leuten gefällt. Es kann nicht allen gefallen. Ich bin zufrieden, wenn es manchen gefällt. Besonders wenn es jetzt für jemanden gewidmet ist oder für jemanden im Auftrag ist, dann ich, für mich das Wichtigste ist, dass diese Menschen, die das wollten, haben wollten, es ihnen gefällt. Oder ich würde jetzt niemandem ein Bild verkaufen, wo ich sehe, okay, die sind verzweifelt. How could I ever not notice? Wie gehst du damit um, wenn jemand sagt, dein Bild ist nicht schön oder ihm gefällt deine Kunst nicht? Kannst du, schreckst du es einfach ein oder hast du dann Zeit, wo du sagst, du musst dich mal malen? Nein, das wäre jetzt... Wenn jemandem meine Kunst nicht gefällt, das ist okay. Ich selber auch als Mensch muss nicht jedem gefallen. So wie mir gefallen nicht alle Leute oder jede Art von Kunst. Aber deswegen sage ich, solange es Leute gibt, denen das gefällt, die einen besonderen Geschmack haben, dann bin ich zufrieden. Vielleicht mir auch von meiner eigenen Sammlung oder wie soll ich die nennen, Werke, von meinen eigenen Werken gibt es etwas, was ich gedacht habe, okay, das ist jetzt sehr schön und es ist nicht so gut angekommen, und etwas, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, das ist nicht ganz, was ich war nicht so zufrieden, und den Leuten hat es gefallen. Es ist so wie bei Musik und bei jeder anderen Art von Kunst. Jemandem wird es gefallen, jemandem wird es nicht gefallen. Welche Charaktereigenschaft magst du an dir selbst am wenigsten? Am wenigsten? Faulheit. Okay, und bei anderen? Ich glaube, ich mag nicht, wenn Leute jemanden Erwartungen, von sich selbst Erwartungen erzeugen und dann erfüllen sie das nicht. Also, es ist besser, vielleicht nichts versprechen oder so. Und welcher Moment war der glücklichste in deinem Leben? Puh! Das ist ein bisschen emotionell, aber ich versuche jetzt, wo ich meinen Bruder wieder gesehen habe nach dem Krieg. Gibt es etwas, was du bereust? Wenn ich jetzt so nachdenke, ob ich was bereue, ja sicher, gibt es vieles, was ich bereue, aber man muss auch lernen irgendwie. Ich versuche mich dann einzureden, dass ich nichts bereuen muss, weil ich muss damit leben, und es ist besser, dass ich mich damit abfinde, als wenn ich jetzt ständig an das Bereuen denke. Und was ist eine deiner größten Schwächen? Vielleicht denke ich zu viel. Und Stärken? Das liegt nicht an mir zu sagen. Ich glaube, meine Stärke ist, wenn ich was wirklich will, dann erreiche ich das. Welche Fehler kannst du leicht verzeihen? Ja, viele. Es klingt, als ob ich jetzt irgendwann so auf der Straße gehe und Leute verzeihe oder nicht verzeihe, aber ich glaube, man soll bestmöglich versuchen zu verstehen und auch in diesem Sinne auch verzeihen, wenn etwas passiert ist. Natürlich, man braucht auch Ausbildung, Zeit oder... Gut, was könntest du jemandem niemals verzeihen? Ich hoffe, ich werde es nie erfahren, also... Und welche Sache würdest du an unserer Gesellschaft ändern? Dass man jetzt die Leute ein bisschen mehr selbstbewusster werden, was die ganze Menschheit betrifft, was dieser Klimawandel betrifft, was auch unsere Zukunft betrifft. Weil immer entwickeln, weitergehen ist eigentlich nicht immer weitergehen. Man muss sich irgendwie jetzt lernen zu stoppen und schauen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und dass wir das auch, was wir haben, nicht nützen, so ohne Maß. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Bevor wir mit dem Interview aufhören, haben wir aber noch ein kleines Geschenk für unseren Gast.
danke vielmals fürs Kommen. Ja. Super, vielen Dank. Können wir dann gleich probieren? Ja, können wir, ja. Ja. Ich wollte auch nicht sagen, weil das ist die einzige, was ich noch nicht gesehen habe. Was? Das einzige, aber einer davon. Und das ist sehr berühmt. Okay. Danke. Das war's. Ja, das ist nicht das Gefühl. Nein, das ist das Gefühl. Ja, aber du machst das. Gehen wir weiter. Vielleicht kannst du eh La Traviata dann zum Schluss. Ja,